und so. Wohl, ich meine, willkommen bei der Serie mit der sibirischen Dackelspritze. Ja, um was geht's da? Frage ich mich selber gerade. Was meinst du eigentlich, Hut? Was hast du gerade gesagt? Ja, die E-Mail jetzt gekriegt bei dem Ding. Ah, das ist gut. Deshalb ist es blöd, wenn ich das jetzt rauslöschen würde, dann machen wir es halt beim nächsten Mal anders. Ja, oder? Das kannst du so nicht machen, dann kriegen die Leute ja Doppel-Updates. Da sehen die, dass der Kacke ist. Ja, aber jetzt sind so viele ist ja noch nicht dabei, dann ist ja noch nicht so schlimm. Ah, dann ist nicht so zum Kotzen. Ja, aber selbst, ja, wie soll ich die Grafiken dann vorbereiten? Ja, weiß ich noch nicht. Ich gucke jetzt gerade bei Indiegogo. Du Arsch! Ich kann eh nichts dafür, dass hier Indiegogo das so klein macht. Leila! Ich tu dich bald feilen! Wie konnte das? Guck mal, ein Star Trek Independent Film. Etwas 400.000 jetzt dann schon. Und das ist ein Fanfilm. Jetzt sag schon mal, was hier abgeht. Ja, siehst du, der Hut regt sich gerade ein bisschen auf, was die ganze Fangeschichten hier angeht. Ja, gell? Und uns werden sie verklagen bis auf die Hosenknöpfe runter. Guck mal, hier habe ich jetzt auch ein Bild abgedatet zum Beispiel. Warum sieht das bei denen so schön aus? Aber es hat auch nur bestimmte. Ja, aha! Indiegogo hat eine schöne. Ja, die Breite ist überall gleich groß. Habe ich ja auch nicht geahnt. Ja, Scheißdreck. Halt größer machen die Schrift. Komm, mach doch Fick einmal, Dreck. Mach's nur heller, die Schrift unten, dass man ihn lesen kann. Woher da. Weißt du, größer einfach, Oliver Fleischer größer. Und woher da ist überhaupt? Weil Monster. Die muss groß sein. Scheiß Monster. Halt nochmal, ist doch scheißegal, Mann. Ein Drecksmonster ist der Mann. Ein Monster, Bruder, hab ich! Du bist halt größer. Kass mich an! Ich bin Jever! Ich mach ein bisschen Show für euch hier, weil. Nimmst du dich auf, wenn du hier was arbeitest? Ja, nehme ich mich auf. Man sieht natürlich nicht, was auf dem Monitor abläuft, aber so kannst du mal irgendwann, wenn wir ganz unten angekommen sind, ganz oben angekommen sind, mal einen Scheiß zusammenschneiden. Weil sonst nehmen wir nichts auf. Wir nehmen keine V-Lux auf, wir machen gar nichts! Morgen herum, schwitzen, wie Fettsäure. Apropos, ich nehme mal einen auf. Dann nimm mal eins auf. Ich trinke meinen selbstgebrauten Kombucha. 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 Kombucha wird auch liebevoll genannt. Ich muss übrigens sowieso ein bisschen mehr Aussprache lernen, weil wenn dann die ganze Kollege hier antanzen und wir müssen mit denen trinken, müssen wir auch ein bisschen reden können. Naja, mit dem Alkohol geht es dann, aber ich muss ja auch teilweise nüchterne Termine annehmen. Siehst du, fängt schon an mit dem Lispeln. Stottern. Scheiß drauf. Mir dreht sich der ganze Arsch schon weg. Egal, ich nehme jetzt weiter auf, dann muss ich das halt jetzt hier anders machen. Wegen dem Arsch da hinten neben mir. Nein, du machst halt echt größer. Wirklich, Drecksack. Das Ganze unten drunter riesig, dass das die Leute erschrecken. Mein Arsch ist riesig. Ja, oh. Ja, das habe ich ja jetzt wohl kapiert, du Vollspalt. Kriegst ja fast keine Luft mehr in einem Laden. Jetzt nimmt der Hut auch noch Wasser auf. Jetzt wird hier gleichzeitig gezündet. Fick dich. Hallo, ich bin der Hut. Und was geht bei euch? Nein, ich wollte euch sagen, wir haben ja unsere Kampagne zu Nerds of the Dead gestartet. Und es sind ja eine Menge an Leute dabei, die dabei sind, wenn das Ding halt... Du hast doppelt dabei gesagt, das zählt schon mal nicht. Wenn das Ding gefoundet wird. Und jetzt haben wir ein großartiges Update noch dazu bekommen. Ja, das stimmt. Und zwar hier, wenn man das sieht, ich weiß es noch nicht. Ich sehe es, Oliver Fleischer. Ah, bitte nehmen. Und die Kamera da, da ist die Kamera. Oliver Fleischer. Diese Unfähigkeit. Der unter anderem bei Vollidiot mitgespielt hat, Soko und auch bei Danny Le... Lowinski! Danny Lowinski, so heißt das, mein Gott. Der ist Verdammt. Dabei und steht voll auf das Projekt, das ist ja richtig cool. Und ich hoffe, wir werden dieses Ziel erreichen, denn, ja. So, sonst Serie, was? Denn was? Die Serie könnte richtig krachartig krachen werden. Das kracht richtig, also wir haben da so viele extrem geile Ideen schon. Ja, das stimmt. Ah, das ist unglaublich, unglaublich. Und ich hoffe, dass es klappt. Darum sage ich hier nochmal,
Geht auf die Kampagne, Link in der Videobeschreibung, unterstützt irgendwie, verteilt das oder wie auch immer. Das hilft uns alles, das wäre total episch. Ja. Das war's, euer Hut und Hazard am Arbeiten, wie immer, bis dann, Rock'n'Roll. Oh, das ist auch ein Vorwurf. Mein Gott. Da dreht sich mir die Nudel bei so solcher Ansprachen hier, die Leute auch noch belästigen, dass die auf unsere Kampagne gehen. Ja, da hat er nicht mehr alle da drüben. Was? So, schauen wir mal, Oliver Fleischer, dich muss ich ein bisschen hervorheben, weil er kam nicht so schön an bei Indiegogo, also nicht groß genug, die Schrift. Kann ja auch keiner wissen, dass die, wie soll man sagen, die Foren sich dann so runter verkleinern, dass einem die Kotze aus dem, ja, aus dem Pimmel raussprüht. Mein Gott. Ja, das muss ich jetzt mal öffentlich sagen, wie das so ist hier im Filmgeschäft. So, gehen wir mal weiter, verhalten wir uns weiterhin professionell hier bei der ganzen Geschichte. Falls ihr euch fragt, warum ich da hingucke, da ist eine nackte Frau am Fenster, die tut mir ihre Hupen zeigen. Das sind Hängetitten, aber da musst du durch, junger Mann, da hinten. Was? Ach so, ja, jetzt habe ich hab mich fast übernommen mit meiner komischen Gespräche hier. Schreibe ich das dann auch groß? Weiß ich noch nicht. Fischer habe ich schon gelesen. Oliver Fleischer, Schauspieler. Hört sich jetzt komisch an. Oliver Fleischer, Schauspieler, Vollidiot. Oh Gott, ist so wie so ein Lebenslauf. Ach, super. Eigentlich von mir eher. Also ich war auch bei der Polizei und habe dann Dani Lowinski von hinten genommen. Mach doch einfach... Mein Scherz. Ich würde es viele... Drecksack! Der Himmel und dunkler machen. Guck mal, weil die in die Go-Go-Seite weiß auch ist. Dann sieht man es ja noch schlechter. Von was kriegst du eigentlich? Dass es heller ist, die Schrift, dunkler, dass man das besser sieht, vielleicht die Schrift. Die ist jetzt ziemlich dunkel, mein junger Herrscher. Dann machst du eher Schauspieler und Vollidiot machst du erst als zweite Stelle. Ah ja, weil das sonst wie hast du das echt. Wie hört sich denn sowas an? Schauspieler und Vollidiot. Es liest sich halt einfach scheiße so. Aus? Ja, dann muss ich es bei jedem machen, da geht mir doch die Zeile flöten. Ja, dann machst du es ab. Oh, je. Ist ja in Ordnung. Ich brauche einen Blutverdünner oder irgendwas. Oder? Hängst du doch einfach nur die Scheiße aus? Ein Nierenmärchen wäre nicht schlecht jetzt. Ich muss mal kurz die Kamera abknipsen. Vielleicht kann der Hut ja was draus schneiden. Der Arsch. Tschüss.